My name is Liana Cinquanta and I'm from Colorado in the USA. Mein Name ist Liana Cinquanta und ich stamme aus Colorado in den USA. My organization is called WIN, We Ignite Nations. Und meine Organisation heißt WIN, wir entzünden Nationen. Im Deutschen klappt das nicht ganz. And it is truly, truly a pleasure to be here in your beautiful nation of Deutschland. Und es ist so schön, bei euch zu sein, in eurem schönen Land Deutschland. With Kingdom Now and Pam and Barbara, thank you so much and God bless all of you that are watching. I think we're going to have a really exciting few minutes together. Hier bei Kingdom Now, bei Pam und Barbara und all denen, die zuschauen, ich glaube, wir werden eine wunderbare Zeit hier zusammen haben. My message is your radical commission. Meine Botschaft ist deine radikale Beauftragung. And I want to share with you just a very brief scripture and then I'm going to tell you my one part of my testimony. Und ich will einfach schnell mal eine Bibelstelle erzählen, mitteilen und dann von meinem eigenen Erleben. Dazu. Every one of us has a calling. Jeder von uns hat eine Berufung. And the Lord wants to show you your specific and radical calling. Und der Herr möchte gerne dir auch deine besondere und radikale Berufung zeigen. Because if you are a follower of Jesus, he has called you and saved you for a purpose. Denn wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, dann hat er dich gerufen. Er hat dich mit einer Absicht errettet. And his Holy Spirit is in you to empower you into bringing goodness into this world. Und sein Heiliger Geist ist in dir, um dich zu bevollmächtigen, um die Güte Gottes in diese Welt zu bringen. 1 Peter chapter 2 verse 9 says, but you are a chosen generation. 1. Petrus 2, Vers 9 sagt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. A royal priesthood. Ein königliches Priestertum. A holy nation. Eine heilige Nation. And a peculiar people. Ein Volk zum Eigentum. That you may show forth the praises of he who called you out of darkness into his marvelous light. Damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. You see, the Lord has called you because you are very special to him. Der Herr hat dich berufen, weil du für ihn etwas ganz Besonderes bist. And he's called you so that you can reflect and radiate his love and his purpose into this world. Und er hat dich berufen, so dass du seine Liebe zeigen kannst in dieser Welt, dass sie von dir strahlt und die Menschen bewegt. I was following the Lord and I didn't really know where he had called me. Und ich folgte dem Herrn, wusste dabei nicht genau, wohin er mich berufen hatte. I had a few ideas in my mind what God might like me to do. Ich hatte ein paar Gedanken, von denen ich glaubte, Gott würde das vielleicht für mich wollen. In that time in my life, I was an equestrian and my father had also taught me to fly airplanes. Und zu der Zeit also hat mein Vater mir gezeigt gehabt, wie ich auf mit Flugzeugen fliegen kann. And so I could have gone any of those directions and served the Lord. Und ich hätte also in diese Richtung gehen können und dem Herrn dienen. But sometimes the Lord wants to speak to us very specifically and show us a very special calling. Und manchmal aber möchte der Herr ganz besonders zu uns sprechen und eine bestimmte Berufung aufzeigen. And I believe if you're listening to the prophetic voice of the Lord, und ich he glaube, wants to speak that very special thing into your heart as well. Wenn du auf die Berufung des Herrn hörst, was er dir sagt, möchte er auch prophetisch diese Berufung in dein Herz hineinsprechen. He'll speak to everyone differently. Er wird zu jedem von uns unterschiedlich sprechen. But I'm going to tell you how he spoke to me. Aber ich kann dir sagen, wie er zu mir gesprochen hat. One night I got a dream. Eines Abends erhielt ich einen Traum. In this dream I was up above a particular region of the world. Und in diesem Traum befand ich mich oberhalb einer bestimmten Region unserer Welt. And I was looking down as if I was in an airplane. Und ich blickte hinunter, als ob ich in einem Flugzeug wäre. And there were high mountains. Und da waren hohe Berge. And there were demonic powers that were standing in those mountains. Und da waren dämonische Mächte, die in diesen Bergen standen. They were dreadful evil creatures. Und das waren bedrohliche böse Kreaturen. They were holding reins in their hands and whips. Und sie hielten Zügel in ihren Händen und Peitschen. It was as if they were driving chariots. Und es war so, als ob sie dort Kriegswagen fuhren. But the reins were made of chains. Aber diese Zügel, die bestanden aus Ketten. And at the end of the reins there was not horses but people. Und am Ende der Zügel waren nicht etwa Pferde, sondern Menschen. And I saw the people in bondage. Und ich sah, wie die Menschen in Gebundenheit waren. To so much torment and so many problems. Und sie litten so viel Qual, hatten so viele Probleme. That dream was repeated three nights in a row. Und dieser Traum wiederholte sich drei Nächte hintereinander. See, this is one of the ways that God will speak to us prophetically is through dreams. Und das ist eine Art und Weise, wie Gott prophetisch zu uns sprechen wird, das ist durch Träume. It was so vivid that I knew I had to go
to that country and bring hope to those people. Es war so lebendig, ich wusste, ich muss hingehen zu diesem Land und ich muss den Menschen dort Hoffnung bringen. And within 3 days I told my family, I have to go to this place. I'm not going to continue with my horses anymore. Und innerhalb von 3 Tagen habe ich also meiner Familie gesagt, ich muss dorthin reisen. Ich kann mit den Pferden nicht weitermachen. And that was a sacrifice for me to do that. Das war ein Opfer für mich, das so zu tun. But when you're in love with Jesus. Aber wenn du in Jesus verliebt bist, nothing can stand between you and him. Kann nichts zwischen ihm und dir stehen. Another verse of the Bible, Galatians 2:20. Und ein anderer Vers der Bibel, das ist Galater 2, Vers 19. No longer I that live, but Christ lives heißt in es, me. Nun lebe nicht länger ich, sondern Christus in mir. The life I now live, I live by his power. Und das Leben, das ich jetzt lebe, lebe ich durch seine Kraft. By the power of him who loved me and gave himself for durch me. Durch die Kraft dessen, der mich geliebt hat und sich für mich dahingegeben. And so when you receive the call of God. Und wenn du den Ruf Gottes für dich empfängst. Just allow his love to go even deeper in your heart. Dann gestatte doch, dass seine Liebe noch tiefer in dein Herz hineingeht. He wants to fill you even more with the power of his Holy Spirit. Er möchte dich noch mehr füllen mit der Kraft seines Heiligen Geistes. And empower you to fulfill the call on your life. Er möchte dich bevollmächtigen, dass du den Ruf über deinem Leben ausführen kannst. Don't ever fear that God will call you into something you can't do. Und fürchte bitte nie, dass Gott dich in etwas hineinberufen wird, das du dann nicht ausführen könntest. God always pays for what he orders. Jedes Mal wird Gott für das zahlen, was er bestellt. And he is with you when you take that step of faith. Und er ist mit dir, wenn du diesen Schritt des Glaubens gehst. Now he wants to call you right here in Germany. Euch hier in Deutschland berufen. Because he has raised you up so that you can bring hope and healing to this land. Denn er hat euch aufgerufen dazu, dass ihr Hoffnung und Heilung in dieses Land tragt. You see, when I received that call of God, I obeyed the voice of the Lord. Als ich diesen Ruf Gottes vernahm, da gehorchte ich der Stimme unseres Herrn. I actually wrote my farewell letter to my parents. Ich habe sogar einen Abschiedsbrief an meine Eltern verfasst. I was 26 years old when I got on the plane to go to that faraway place. Ich war 26 Jahre alt, als ich dann in das Flugzeug stieg, um an diesen fernen Ort zu reisen. People told me you're crazy. You can't go there alone. Die Leute sagten, du bist doch verrückt, da kannst du nicht alleine hingehen. But the Lord had given me very specific steps of how I was to obey his calling. Aber der Herr hatte mir ganz konkrete Schritte gegeben, wie ich seiner Berufung folgen konnte. That place he was calling me to was called the graveyard of Christianity. Und der Ort, an den er mich rief, hieß der Friedhof des Christentums. It was also called the poisonous hub of human trafficking for that region of the world. Und wurde auch der vergiftete Ort des Menschenhandels in dieser Gegend der Welt bezeichnet. No matter how scary or difficult your calling appears to you, God is bigger than the challenges. Und ganz egal, wie furchterregend der Ort sein mag, zu dem Gott dich beruft, Gott ist größer als alle Herausforderungen. And all it takes is that first step of faith. Und es braucht nur diesen einen ersten Schritt des Glaubens. I obeyed God and I went to that place. Ich gehorchte Gott, ich ging an diesen Ort. And God was faithful. Und Gott war treu. And his miracle-working power continued to work with me. Und seine wunderwirkende Kraft hat mich weiterhin begleitet. And through many more stories of faith and miracles and the prophetic, he brought forth great harvest. Und durch viele weitere Stories des Glaubens und der Wunder der Kraft hat er viele weitere Erntewunder hervorgebracht. Today, so many of those people have been rescued into new life and hope. Und heute ist es so, dass viele dieser Menschen hineingelangt sind in ein neues Leben der Hoffnung und der Freiheit. And God will use you the same way. Und Gott wird auch dich in gleicher Weise gebrauchen. I challenge you to receive the radical call of God for your life as well. Ich fordere dich heraus, dass auch du für dein Leben den radikalen Ruf Gottes empfängst. And you will step into your adventure in the supernatural. Und du wirst eintreten in dein Abenteuer im übernatürlichen you Bereich. Will step into your adventure with Jesus. Du wirst eintreten in das Abenteuer mit Jesus. And he will use you to bring hope and healing to this beautiful land of Germany. Und er wird dich einsetzen, um Hoffnung und Heilung in dieses schöne Land Deutschland zu bringen. Amen. Amen.